Schüsse an Pfingstsonntag, eine wilde Verfolgungsjagd, zwei Festnahmen bei der Polizei und am Ende lässt die Staatsanwaltschaft die Täter wieder auf die Straße. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir leben wirklich in einem Bananenstaat. Ich habe leider keine Banane mehr hinter mir. Aber es ist hier wieder an Pfingstsonntag eine Schießerei passiert. Es wurden zwei Täter sogar dingfest gemacht, inklusive der benutzten Schusswaffe. Und es war keine Schreckschusswaffe, es war ein scharfer Revolver. Nach den Ermittlungen setzte die Staatsanwaltschaft die Täter hier wieder auf freien Fuß. Was ist genau passiert? Gehen wir alles der Reihe nach durch. Und weil es so schön ist, blende ich euch neben mir hier ein Video ein. Wir befinden uns auf dem größten Drogenumschlagplatz der Bundesrepublik Deutschland, angefangen am Cottbusser Tor bzw. am Görlitzer Bahnhof bis in den Görlitzer Park hinein. Richtig, wir sind in Berlin-Kreuzberg, im Hotspot der Gewalt, der Hauptstadt, im Hotspot von allem, was ihr euch so vorstellen könnt, im Schmelztiegel der Kulturen, wie sie sagen. Es war auch an Pfingsten das Fest, der Karneval der Kulturen in diesem Park. Und just keine 12 Stunden später gab es hier eine, es war gar keine Schießerei, es hatte nur einer eine Waffe mitgebracht. Es gab Schüsse, es gab einen versuchten Raubüberfall. Ein 32-jähriger Mann wurde im Görlitzer Park gegen Sonntagmorgen 8 Uhr bedroht. Von zwei jungen Männern, wie wir inzwischen wissen, 20 und 23 Jahre alt. Da die Nationalität nicht dabei steht, wissen wir, dass es definitiv nicht die deutsche Nationalität ist, denn das steht in Berlin immer und ausdrücklich dabei. Also von zwei nicht-deutschen Tätern muss hier ausgegangen werden. Sie bedrohten den 32-Jährigen im Görlitzer Park, er solle doch sein Handy herausgeben. Als der junge Mann sich weigerte, hat man dann den Revolver gezogen, hat ihm ihn auf die Brust gesetzt, hat nochmal sein Handy gefordert. Als der junge Mann davon unbeeindruckt immer noch auf seinem eigenen Handy beharrte und es nicht herausgeben wollte, fingen die Täter an zu schießen. Zuerst zwischen die Beine, zweimal laut Polizeibericht. Daraufhin hat sich dann ein kleiner Tumult entwickelt und der 32-Jährige hat versucht zu flüchten. Auf eben dieser Flucht ist er hier wohl von einem Streifschuss am Oberschenkel getroffen worden. Er ist auch danach medizinisch im Krankenhaus in Berlin versorgt worden. Die Täter konnten von Passanten festgehalten werden, zumindest einer, bis die Polizei eingetroffen ist. Das ist schon wieder das gleiche wie in Worms letzte Woche, wo ein Passant dem Afrikaner die Holzlatte aus der Hand genommen hatte, mit der er auf die Polizisten losgegangen ist. Jetzt sind wir hier in Berlin-Kreuzberg und Passanten verfolgen hier mutmaßlich Nicht-Deutsche, die irgendwelche Handys klauen wollen, die mit einer scharfen Schusswaffe hier geschossen haben Sonntagmorgen in einem Berliner Park, in dem täglich Kinder spazieren gehen. Ihr seht das ja neben mir, wie das so aussieht in diesem Park. Und was soll man sagen? Nach den Ermittlungen vor Ort, die Polizei eingetroffen war, konnte man im Gebüsch den zweiten Täter finden und festnehmen. Es klickten hier die Handschellen, so steht es sogar in der Pressemitteilung der Berliner Polizei. Und leider sagen sie hier am Ende auch, wie die Sache dann ausgegangen ist. Nach den weiteren Ermittlungen wurden sie heute wieder auf freien Fuß gesetzt. Und da könnte ich schon wieder innerlich etwas hochkochen, aber ich beharre einfach auf meiner Forderung, dass wir die Gesetze endlich ändern und verschärfen müssen. Solche Leute gehen sofort in Untersuchungshaft. Da wird nicht geprüft, ob sie einen Haftgrund haben oder dies haben. Es war hier, also erstens mal Verstoß gegen das Waffengesetz, ja, illegaler Schusswaffenbesitz. Dann versuchte räuberische, also versuchter Raub, ja, dann hier in Verbindung mit einer Schusswaffe, ja. Also das ist wie wenn man eine Tankstelle überfällt, ja. Hier wird nur ein Einzelner überfallen und es geht um das Handy, nicht um das Bargeld, ja. Dann nimmt man diese fest und sie werden auf freien Fuß gesetzt. Sie sind also weiter Teil der Berliner Gesellschaft. Sie können sich einfach eine neue Schusswaffe besorgen und vermutlich werden sie dann morgen dich oder mich irgendwo in Berlin versuchen auszurauben. Das spaltet unsere Gesellschaft. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat hier die Freilassung beantragt. Es gab noch nicht mal einen Haftantrag der Staatsanwaltschaft bei einem Richter, sondern die Berliner Staatsanwaltschaft ist so weich wie eine wachsweiche Kerze, könnte man sagen, oder ein mittleres gekochtes Ei. Es ist einfach peinlich, dass die Justiz hier in Berlin mit ihrer Kuscheljustiz solche Leute auf diesen Straßen lässt. Was meint ihr denn, was mit diesen Leuten passiert? Ihr seht die ganze Zeit die Szenen neben mir im Görlitzer Park. Es wird vermutlich einer der Dealer gewesen sein, der morgens noch keinen Stoff verkaufte und da wollte er sich mal ein neues Handy gönnen. Jeder, der sagt, ich bin ein Rassist, ich hätte Vorurteile, dem muss ich sagen, au contraire, ich war schon mehrmals im Görlitzer Park und ich habe noch keinen Deutschen gefunden, der dort mit Drogen dealt. Wenn ihr jetzt fragt, wie ich auf diese Aussage komme, nun, man sieht es den Leuten halt leider an.
Man sieht es den Leuten wirklich an. Das ist kein Spaß, den ich mir ausdenke. Ich bin schon dort gewesen. Nach dieser aktuellen Meldung habe ich mich entschieden, ich gehe dort jetzt nicht mehr hin. Ja, ich bin ja auch fast 32 und habe auch immer ein Telefon einstecken und so eine Begegnung brauche ich überhaupt nicht. Aber die Berliner Justiz, was macht sie stattdessen hier? Ich wollte eigentlich eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft suchen. Und was habe ich gefunden bei der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin? Hier heißt es, eine Anklage gegen eine 35-jährige Polizeianwärterin wegen rassistischer Äußerungen. Das sind die Prioritäten der Berliner Polizei. Der Berliner Senat hat letztens mitgemacht und hat ihnen die Geldmittel für die Fahrzeuge gestrichen. Das heißt, jedes Auto, was dieses Jahr in Berlin noch Opfer eines linksextremistischen Brandanschlages wird, der Berliner Polizei, wird nicht mehr ersetzt, sondern es fehlt einfach im Dienst. Und das dafür, dass du und ich in diesem Land die höchsten Steuern zahlen, es ist eine asoziale Frechheit. Tut mir leid für dieses harte Wort, aber Herr Kai Wegner von der CDU, gehen Sie doch mit Ihrer neuen Liebschaft und legen Sie einfach das Mandat des amtierenden Bürgermeisters nieder. Sie können es nicht, ja? Hier der Berliner Polizei und der Feuerwehr Geld zu streichen. Hier, die Generalstaatsanwaltschaft verfolgt lieber rassistische Polizeianwärterinnen. Ich möchte das nicht gutheißen. Sie hat hier wirklich wohl eine Person of Color zutiefst beleidigt und hat gesagt, er sei ein Affe und hat auch entsprechende Gestikulierungen gemacht. Das gehört sich nicht im Polizeidienst, wie Sie hier sagen. Laut Anklage hat die 35-Jährige durch dieses Verhalten eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in einer Form verächtlich gemacht, die das Vertrauen in die Rechtssicherheit stören kann. Dem mag so sein, aber muss man dafür eine Pressemitteilung heute veröffentlichen in Berlin, anstatt mal über die ganzen Geschehnisse am Wochenende zu reden? Es gab hier von der Berliner Polizei noch eine Meldung, und zwar 5 Minuten bevor die Meldung kam aus dem Görlitzer Park. Schussabgaben aus einem Auto beim Vorbeifahren an einem Bus in Berlin-Reinickendorf, sogar etwas außerhalb. Ihr seht, Shithole Germany, Shithole Berlin. Ich mache darüber immer Witze, aber es wird immer schlimmer. Hier werden auch einfach Leute wieder auf freien Fuß gesetzt. Ich weiß gar nicht, was sie damit bezwecken wollen. Also, nee, da habe ich kein Verständnis. Da habe ich kein Verständnis und da bin ich auch der Meinung, Null-Toleranz-Politik. Wer mit einer scharfen Schusswaffe nicht nur draußen erwischt wird, sondern diese auch noch eingesetzt hat, ja, Leute wegsperren. Einfach ins Gefängnis, Untersuchungshaft, Prozess machen, wegsperren. Wenn das nicht geht, sind die Politiker dazu da, die Gesetze zu ändern, dass es geht. Ja? Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wer sagt, das geht nicht, hat keine Ahnung von Politik und macht sich einfach nur zum Steigbügelhalter der etablierten Parteien. Es kann nicht sein, dass solche gewalttätigen, aggressiven, asozialen Verhaltensweisen in Deutschland und in Berlin geduldet werden und es dafür am Ende keine Konsequenzen gibt. Es muss Konsequenzen geben. Und auch hier muss die Staatsanwaltschaft in Berlin, ich sage nicht, sie muss gesäubert werden, aber man müsste sie mal auf Linie bürsten, wie man das früher so schön gesagt hat. Sie laufen nämlich alle auf Parteilinie von ganz links bis zur CDU. Wer das wieder negiert, der hat nicht verstanden, wie in diesem Land die Ernennung von Staatsanwälten und Richtern funktioniert. Es geht da immer über, wen kenne ich, wen kenne ich nicht. Und natürlich gibt es Einflussmöglichkeiten. Und auch hier in Berlin gibt es Einflussmöglichkeiten, dass man die Staatsanwaltschaft anweist, gewisse Dinge einfach nicht zu verfolgen. Dass nach diesen vielen Gewaltexzessen, der Vergewaltigung im Görlitzer Park, dem täglichen Drogendeal, der Staat schaut dabei zu und verlangt von dir und mir, jeden Cent belegt zu haben bei der Steuererklärung und dass wir unsere Steuern pünktlich und gerne bezahlen. Und da muss ich sagen, nein, ich bezahle meine Steuern so spät wie möglich und so ungern, wie es eben nur geht. Und das, was ich sparen kann, was ich diesem Staat nicht in den Hals werfen kann, das werde ich auch in Zukunft sparen. Das nennt sich Steuergestaltung, das nennt sich die Grenzen der Steuergesetzgebung austesten. Das ist für einfache Arbeitnehmer fast nicht möglich, aber sobald man Unternehmer ist, kriegt man hier einen Gestaltungsspielraum und da muss man sagen, den werde ich maximal ausnutzen. Denn dieser Staat hat meine Steuern nicht verdient, denn er sorgt nicht dafür, dass ich in Sicherheit hier leben kann und meine Mitbürger, sondern er sorgt dafür, dass wir der Berliner Polizei das Geld streichen, dass solche Leute nicht in Untersuchungshaft kommen, dass die Berliner Polizei noch nicht mal Schulterabzeichen hatte bei der letzten Beförderung und so weiter und so fort. Jetzt werden auch der Feuerwehr in Berlin hier Autos vorenthalten, die schon bestellt waren. Sie sollen erst nächstes Jahr geliefert werden, damit man sie erst nächstes Jahr bezahlen muss. Das ist Deutschland 2024, das ist Berlin 2024. Wir schaffen das oder auch nicht, würde Frau Merkel inzwischen vermutlich sagen. Das ist das, was inzwischen aus unserem Land geworden ist. Ich bin beschämt und ich finde es inzwischen peinlich. Im Ausland feiern alle noch Deutschland als the great land. Ja, ich war zuletzt im Urlaub und alle sagten, oh Deutschland, wenn ich dann angefangen habe zu erzählen, da waren alle ganz ruhig. Selbst es waren viele Russen bei mir im Urlaub, die sagten auch, oh great Germany, nein.
Dann, wenn man nur mal erzählt, was in Berlin so tagsüber los ist, dann gucken einen alle an und sagen, really? Ja, really. Das ist Deutschland, das ist Berlin, das ist das, was wir von unserem Land aktuell vorfinden können. Und die innere Sicherheit, sie erodiert jeden Tag weiter. Frau Faeser, Sie haben ebenfalls Mitschuld daran. Herr Haldenwang, ich grüße Sie und Ihre Mitarbeiter wie eh und je. Wie seht ihr das? Wärt ihr auch dafür, solche Leute konsequent in Haft nehmen und im Zweifel abschieben, wenn sie keine Deutschen sind? Dann schreib mir mal deine Meinung unter dieses Video. Damit bis bald.